Wer sind eigentlich diese Trolle? Und welche verschiedenen Arten gibt es von ihnen? Damit heiße ich euch herzlich willkommen zu meinem Video. Aber bevor es wieder richtig schön losgeht, danke an Tolkien erklärt für das Intro, das er für mich bereitgestellt hat. Also wenn jemand Logos oder Intros sucht, dann ist man bei ihm genau richtig. Ich habe oben den Link in den Infobalken reingepackt. Schaut doch mal dort vorbei. Dann habe ich hier auch nochmal die letzte Umfrage aus dem letzten Video, wo gefragt war, in welcher Stadt würdet ihr gerne wohnen? Dort kann man ganz gut sehen, dass viele User gerne in Minas Morgul gelebt hätten. Danach kommt erst Minas Arnor auf Platz 2. Wenn ich meine Meinung hinzufüge, ich hätte lieber in Minas Arnor gelebt, weil die Stadt einfach toll ist und die Aussicht ist einfach nur Wahnsinn. Deswegen, meine Stimme hat Minas Arnor. Und hier sind auch wieder gute Kommentare aus dem letzten Video. Und tut mir doch einen Gefallen, stimmt doch wieder bei der neuen Umfrage mit ab in diesem Video. Bei der letzten Umfrage haben über 1000 User mitgestimmt. Großen Dank an diese User. Wirklich war, vielleicht schaffen wir das jetzt auch wieder. Doch kommen wir jetzt zurück zu dem Thema, worauf ich mich beziehen möchte, und zwar die Trolle. Trolle sind sehr, sehr große Lebewesen, die 3,5 Meter groß werden können und sie besitzen einen massiven Körperbau, der von einer schuppigen Haut überzogen ist. Die Trolle selbst sprachen wenig und manche Ausnahmen sprachen auch die Sprache der Orks. Trolle gelten auch eher als unintelligent und stumpfsinnig, wodurch man sie dann auch leicht austricksen kann. Die Trolle wurden auch erschaffen als Nachahmung der Ents, und zwar wurden sie von Melkor erschaffen im ersten Zeitalter. Die Trolle selbst tauchten auch immer wieder in verschiedenen Zeitaltern auf, obwohl ihr Meister schon dort längst besiegt war. Die ersten Trolle waren die sogenannten Steintrolle, die nur bei Nacht aktiv sein konnten. Doch wenn die Sonne aufgeht, müssen sie zurück in die Hülle, sonst werden sie wieder zu Stein, aus dem sie auch erschaffen wurden. Trolle zählten unter Melkor und Saurons Armeen immer mit zu den stärksten Kriegern, gerade weil sie so riesig sind. Der damalige Balrog Gothmog hatte damals eine eigene Leibgarde aus Trollen, die aber dann später leider umgebracht wurde. Als der Krieg des Zorns stattfand, wurden unzählige Trolle umgebracht und vernichtet. Doch die Überlebenden schlossen sich Sauron an, weil er ja schließlich auch der Nachfolger von Melkor ist. Viele Trolle lebten im dritten Zeitalter in Mittelerde, an verschiedenen Gebirgen und haben alle Leute überfallen, die ihnen in ihrem Weg kamen. Später besaßen auch manche Steintrolle eine gemeinsame Sprache. Und zwar die verunstaltete Form von Westron. Doch diese Sprache konnten nur Trolle im Gebiet des Westlande. Es gab verschiedene Trollarten in Tolkiens Universum. Ich zähle jetzt einfach mal alle Arten auf. Einmal gab es die Bergtrolle. Die lebten, wie es der Name schon sagt, im Gebirge. Und sie waren in Minas Tirith beteiligt. Und zwar haben sie den Rambok Grond gezogen, den riesigen Wolfsrambok. Dann gab es die Halbtrolle oder auch Trollmenschen genannt. Die hatten eine gewisse Ähnlichkeit zu den Trollen, denn sie waren groß und sahen aus, als ob ein Mensch mit einem Troll gekreuzt worden sind. Dann gab es die Höhlentrolle, gegen die auch die Gefährten kämpften in Moria. Sie galten als stumpfsinnig und besaßen eine schuppige Haut, die dunkelgrün war. Dann gab es natürlich noch den Hügeltroll oder auch Troll des Nordens genannt. Die galten eher als eine Unterart der Steintrolle und besaßen auch die gleichen Ähnlichkeiten. Und dann gab es noch die Olokai. Die wurden von Sauron gezüchtet und galten als die stärksten Trolle. Und die Besonderheit war, dass sie imstande waren, die Sonne standzuhalten, was kein anderer Troll konnte. Und das Beste kommt zum Schluss, die Steintrolle. Der Nachteil ist der Steintrolle, dass sie bei Sonnenlicht zu Stein werden. Aber sie waren auch die einzigen, die eine Sprache besaßen. Das waren auch jetzt wirklich alle Arten von den Trollen. Man darf aber nicht vergessen, die mächtigste Trollart, und zwar die Olokai, beherrschten einen Teil der schwarzen Sprache. Nachdem Sauron gefallen ist, kann es durchaus möglich sein, dass ein paar Trolle überlebt haben und sich zurückgezogen haben. Aber genaueres wurde leider nicht beschrieben.
Aber das wäre im Prinzip auch alles Wichtige, was ihr über die Trolle wissen müsst. Ich bin der Meinung, die Trolle lebten auch noch im 4. Zeitalter weiter, halt nur im Gebirge zurückgezogen, da ja ihr Meister vernichtet wurde. So, unterstützt doch mein Discord-Forum, denn schließlich auch ein treuer Fan eröffnet hat. Und ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken fürs Zuschauen. Schaut nochmal bei Facebook, Instagram und Twitter vorbei. Und unterstützt natürlich auch noch die anderen Kanäle, und zwar der Herr der Ringe Stories, Tolkien erklärt oder Mythen aus Mittelerde. Und das Beste kommt zum Schluss, Artco. Ne? Das wären nochmal die ganz wichtigen Kanäle, die ihr noch unterstützen könnt. Das musste nämlich auch sein. Jeder soll ja auch seine Unterstützung bekommen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, was als nächstes Video kommen sollte. Und denkt an die Umfrage. Dankeschön und einen wunderschönen Tag wünsche ich euch.